Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Und Morgen. frohe Ostern. Ja, guten Morgen, Guten frohe Ostern, Morgen. frohe Auferstehung. Frohe Frohe Auferstehung. Auferstehung. Ja, frohe Ostern, guten Morgen. Morgen. Ja, die Lektion passt ja wunderbar, ne? Ich bin reiner Geist, ein heiliger Sohn Gottes und ich bin frei zu vergeben und frei, die Welt zu erlösen. Und das ist ja, was Ostern ist, ne? Die Liliengabe zu geben statt das Urteil, die Gabe der Unendlichkeit zu geben statt der Begrenzung. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was uns wirklich durchträgt, wenn wir es jetzt zeitlich betrachten, durch die Jahre und Jahrhunderte, wo wir hier den Kurs in Wundern lehren und Jahrtausende. Wieso tauchst du immer wieder auf? Wieso tauchen wir immer wieder auf in dem? Ja, was ist das denn? Das muss ja irgendwas sein, was ein Hobby oder was eine persönliche Neigung übersteigt, oder? Also du bist ja nicht hier wegen der persönlichen Neigung oder weil du das gerne hörst, aus einer Persönlichkeit heraus. Persönlichkeit findet das überhaupt nicht toll. Oder? Es hebt es ja ständig wieder auf. Alles, was man sich so zusammengestrickt hat oder zusammengekreuzigt hat, Ja, muss man. Ja, Kreuzigung, mit der Persönlichkeit zusammengekreuzigt. Ich Kreuzigung, hurra. weiß, wer ich bin und ich weiß, wer du bist in meinem Urteil. Also, wieso tauchst du auf? Wieso tauche ich da auf? In dieser Botschaft, in diesem Angebot, wo wir wirklich sagen können, dass es aus dem alten Denksystem heraus immer unangenehm ist, weil du dich auf etwas einlässt, worauf du dich nicht vorbereiten kannst. Weil du dich auf etwas einlässt, was du nicht kennst, wo du nicht deine beste Idee mehr mitbringen kannst, deine wertgeschätztesten Illusionen und Dinge und Pläne und ja, Spielzeuge, sondern sagst, ich tauche jetzt auf, wie ich in Wahrheit bin. Und das hat eine viel größere Anziehungskraft als alles andere, was wir in der Zeit finden, außer natürlich eine Katze zu streicheln. Das könnte doch interessanter sein. Aber wenn du siehst, hey, warte mal, ich antworte ja hier auf was. Ich bin ja nicht hier, weil mir gerade so ist, sondern da ist ein Ruf in mir, endlich, endlich, endlich die Wahrheit zuzulassen, wie sie ist. Dann finden wir uns wirklich als den einen Bruder wieder, als den einen reinen Geist. Lass mich dich so sehen, ne? Lass mich dich so erinnern in diesem Moment. Stimmt's, Gisner? Ja, Andreas. Ja, was sind wir denn? Was sind wir denn? Ja, Liebe natürlich. Aber das reicht nicht, ne? Wir brauchen schon auch die Erfahrung davon, dass und so einfach auch in dem wir uns hier sehen. In der Erfahrung, in der wir stecken, brauchen wir die Erfahrung, dass wir mehr sind als nur diese Erscheinung, sondern dass das darüber hinausgeht. Und dass so viel mehr in mir drin steckt und in dir, was das ganze Universum ausmacht, das Universum der Liebe. Und wir lesen weiter heute in Kapitel 30, der Neubeginn, und sind schon ein Stückchen vorangeschritten, aber ich mag gerne nochmal den ersten Satz in diesem Abschnitt, genau, vorlesen. Der einzige Zweck. Die wirkliche Welt ist jener Geisteszustand, in dem Vergebung als der einzige Zweck der Welt gesehen wird. Und vielleicht haben wir uns schon mal gefragt, wenn die den Kurs einfach ein bisschen mehr studieren, stoßen auf jeden Fall auf den Begriff die wirkliche Welt. Und was ist denn das jetzt? Und hier kommt quasi eine Definition dazu. Jener Geisteszustand, in dem Vergebung als der einzige Zweck der Welt gesehen wird. Ich muss mich also selber nicht dazu überreden, dass jetzt könnte ich das ja mal vergeben, nachdem ich das schon zum dritten Mal
gepisst hat, gepikst hat. Jetzt könnte ich das ja mal wirklich, sondern ich sehe sofort, dass ich nur hier bin, um diese Gedanken loszulassen. Die Gedanken von Groll und sie auch als das zu identifizieren. Und ich liebe das so, dass wir da so hingeführt werden, alles darin einzuschließen, auch meine guten Absichten, auch ich wollte doch dem anderen nur was Gutes, ich wollte dem anderen doch nur helfen. Und irgendwie wurde diese Hilfe gar nicht angenommen oder es wurde nicht wertgeschätzt. Und der Prozess, der dann daraus entsteht, das ist auch ein super Lernfeld. Ne? Ein nett verpackter Groll. Ja, genau, ein nett verpackter Groll. Es war so schön. Es war so schön mit Puderzucker bestreut, die SCH. Etwas Vollkommenes, was vergeben wird, oder sagen wir, eigentlich wollte ich sagen, was gegeben wird, kann nie wenig sein oder zu wenig oder falsch. Also ist es, wenn es verletzt, nicht Liebe. Gibt es auch mehrere. Ja, Bücher zu, genau. Und das, ich muss nicht eigentlich gar nicht mal lange rumraten. Ist es jetzt Liebe? Habe ich es jetzt aus einer guten Absicht gemacht? War ich aber doch irgendwie im Groll oder was? Sondern ich kann einfach alles, was ich gebe und tue, mit dieser Vergebung tun, in der Vergebung, für die Vergebung. Und das finde ich so genial. Ich muss es auf nichts begrenzen. Im Gegenteil, ich darf es auf alles ausdehnen. Ich bin frei zu vergeben. Oh, wie schön. Und Vergebung ist meine einzige Funktion als Licht der Welt. Und das ist das, was mich glücklich macht. Meine Funktion und mein Glück sind eins. Wenn ich vergebe, bin ich glücklich. Ach so, dann ist das der Weg. Und in diesem Geisteszustand ist nicht mehr Angst das Ziel. Weil das Entrinnen aus der Schuld jetzt das Ziel ist. Und zu bemerken, wie schnell ich mich doch schuldig fühle. Im Zweifel, ne? Wenn ich im Zweifeln bin, da braucht nur irgendjemand was sagen. Ist eigentlich egal was, ne? Was ist denn mit deinen Haaren heute? Kann ja wirklich irgendwas komisch aussehen. Was? Ich bin falsch? So, ne? Kann ich alles nehmen? Ist vielleicht eher ein Frauenproblem als ein Männerproblem, aber Männer können da auch was finden, ne? Das kriegen wir schnell hin. Und das eben, Angst ist nicht mehr das Ziel. In allem, was ich sage, in allem, was ich tue, in allem, was ich gebe, wird immer mehr wirklich die Vergebung das Ziel sein. Und deswegen hat Jesus ein extremes Beispiel genommen und gesagt, auch hier ist es möglich. Ja, das ist mein Beispiel. Du musst es nicht machen, an dieser Stelle. Ja. Ja, die Kreuzigung war die letzte sinnlose Reise. Und wir haben das vielleicht als lange Zeit, haben wir das als Beispiel genommen und gesagt haben, ach, so muss es aussehen, wenn ich Gott nahe sein will. Das ist sozusagen, ich soll ihm ja folgen, ich soll Jesus folgen, oder? Und dann hat er da so eine krasse Nummer hingelegt. Und natürlich verstehst du das in einem schuldglaubenden Geist so, als müsste ich auch zum Kreuz. So, und das ist vielleicht nicht in der Form, sondern ich muss Dinge aushalten, ich muss Dinge erleiden und das ist sogar gut, dass ich leide. Also mein Leid ist ein Zeichen dafür, dass ich Jesus näher bin oder Gott näher bin, weil ich es ja für ihn mache. Ich leide für ihn, ich leide wie er oder zumindest schon mal annähernd wie er. Und dann bin ich jetzt schon ein bisschen dichter an der Erlösung da, ne? Ein bisschen dichter an der Auferstehung. Guck, mein Leid, hier ist mein Leid. Jesus, Gott, kriegst du das mit, dass ich dir jetzt schon näher komme? Und solche Sachen kommen dann daraus. Ja, deswegen, ne? Erzählen wir das auch so gerne, ne? Weil im Leid, aber ich halte durch, so, ne, mit der Dornkrone und dem Kreuz auf dem Rücken gehe ich noch ein paar Meter und zeige allen, wie ich leiden kann. stopp. Aufwachen, du träumst, Sohn Gottes. Und deswegen auch so eine Erinnerung wie heute in der Lektion, du bist frei zu vergeben, du bist frei, die Welt zu erlösen. Und
es besteht gar keinen Grund, sozusagen in so einer tiefen Version von Transformation zu stecken. Und ja, auch da die Kreuzigung wieder aufzuführen oder zu sagen, guck mal, ich bin jetzt voll drin, ich bin voll krass drin, gerade im Waschgang. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich spirituell unterwegs bin. Und muss das erstmal sozusagen ausreiten, diese Transformationswelle. Sondern ich bin frei zu vergeben. Ne? Dies muss nicht sein. Ich brauche nicht nochmal die Kreuzigung zu unternehmen, weder in der Form noch in einem inneren Prozess. Und das möchte ja gar keiner wirklich gesagt bekommen, dass die Intensität meiner Transformation überhaupt nichts besser macht oder überhaupt nichts erkauft oder ich mir dadurch zugänglich mache. Sondern, ja, du kannst tief in der Transformation sein, aber das Ergebnis wird dasselbe sein, als wenn ich mich direkt an das Wunder erinnere, dass dieser Moment ist. Und hiermit wirklich zu sagen, ich bin voll und ganz autorisiert, durch ihn aufzutauchen. Ich bin voll und ganz autorisiert, durch die Wirklichkeit zu sein, wer ich bin. Da gibt es keine Instanz, die sagt, dass du erst irgendwie angemessen sein musst oder dass du dich in einem bestimmten Rahmen oder in der Kurskonformität bewegen musst, um das Licht der Welt zu sein. Sondern du bist autorisiert durch Wahrheit, durch das, was du bist, zu leuchten. Du bist autorisiert durch die Wahrheit zu vergeben. Was auch immer da auftauchen mag. Und das ist ein schönes Beispiel. Ne? Also ich habe vielleicht gedacht, ich wollte ja nur helfen, ich hatte ja nur gute Absichten. Und dann zu sehen, dass das war nicht gut genug. Eine gute Absicht war nicht gut genug. Eine gute Absicht ist eine Selbstverarsche. Aber gegenwärtig die Bereitwilligkeit zu sagen, egal was ich jetzt an Rechtfertigung habe für mein Denken oder für mein Handeln, da ist was Größeres angeboten. Ja, und wie du auch sagtest gerade, das ist die letzte bedeutungslose Reise gewesen. Ne? Also sie ist vorbei, es ist vorbei. Und keinen Moment länger müssen wir das wiederholen. Keinen Moment länger müssen wir irgendwas davon annehmen an Schuldgedanken. Und müssen wir niemandem das aufbürden, schuldig zu sein. Wir sind komplett frei daraus hervorgegangen, könnte man sagen. Denn wir haben ja alle diesen Traum geträumt. Es ist nur nicht nur Jesus, der da diese Geschichte erlebt hat, sondern das ist der Traum des Egos, um das Ego manifest zu machen. Also das heißt, um die Trennung manifest zu machen, das Individuellsein, das Getrenntsein, ja. Und ja, ich glaube, ich mag noch mal kurz weitergehen hier in dem Abschnitt auch. Und der Vergebung Wert wird wahrgenommen, also in der wirklichen Welt, ne? Wird wahrgenommen und nimmt den Platz der Götzen ein. Es ist nämlich ein Götze, sich zu kreuzigen, was zu geben und eigentlich schon darauf zu warten, dass es nicht voll und ganz angenommen wird. Oder enttäuscht zu sein, wenn es nicht voll und ganz angenommen wird. Und darin dieses Opfer zu spüren. Wieder wurde ich nicht gesehen, wieder wurde ich nicht ganz angenommen oder abgelehnt. Wurde mir mein Wert vom Außen nicht gegeben. Ja, genau. Und das stimmt. Ich bin wertlos. Wurde mir jetzt bestätigt, ne? Kennt das irgendjemand nicht? Okay, sind alles Fortgeschrittene hier. Wundervoll. Ja, und nimmt den Platz der Götzen ein, ne? Nach denen nicht länger gesucht wird, denn ihre Gaben werden nicht mehr geliebt. Oh, wie schön, ne? Ich brauche nicht mehr danach suchen, dass ich da abgelehnt wurde und es nochmal wieder erzählen und so weiter und so fort. Ich kann direkt damit in Vergebung gehen. Ich kann das vergeben, ich kann es abgeben und annehmen, dass ich unschuldig bin.
Und den nächsten Satz mag ich auch noch gern mit reinholen. Keine Regeln werden müßig aufgestellt und es wird von niemandem und nichts verlangt, sich zu verrenken und einzupassen in den Traum der Angst. Aha, das ist die frohe Botschaft von an Ostern. Von Ostern an Ostern, keine Ahnung. Das ist die frohe Botschaft. Und da, damit dürfen wir jetzt Erfahrung machen. Wir müssen uns nicht reinpassen, aber ich habe ein Anrecht auf Wunder, damit ich alles neu wahrnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob ich das kurz erzählen darf, oder bist du, hast du was gerade? Ja, natürlich. Dass ich vor ein paar Tagen, wir hatten Besuch von Frank Hamm, den kennen ja wahrscheinlich auch einige, und wir saßen so in der Küche und waren so im heiligen Augenblick und joining und haben uns da voll ins Licht reinfallen lassen. Und dann musste ich zur Arbeit fahren und dachte so, oh mein Gott, wie passt das jetzt zusammen? Jetzt fahre ich ins Krankenhaus und diagnostiziere mit dem Arzt zusammen Krankheiten. Und das war so genial, weil ich auf dem Weg dahin einfach kapitulierte und dachte, ja, und wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich nichts zu sagen. Ich gebe dir ja alles, Heiliger Geist. Und es war so eine schöne Begegnung mit den Ärzten, mit den Patienten. Es war eine gute Zusammenarbeit. Es war wirklich interessant zu beobachten, wie das mir Vertrauen schenken soll, dass er mit mir geht, wohin auch immer ich gehe. Und dass es nicht, dass er und seine Stimme nicht dazu da sind, Konflikt zu erzeugen und Kreuzigung, sondern Verbindung. Und Wohlwollen und Liebe und Toleranz und was weiß ich, was wir noch alles finden können, aber dass es mir Vertrauen schenkt. Ja, und Verbindung. Großartig. Danke, Heiliger Geist, für all diese Erfahrungen mit ihm. Ja. Ja, und das war ja auch seine Botschaft vor 2000 Jahren schon. Ne? Ich bin nicht hier, um das Gesetz zu brechen. Hm. Also, ne, ich. Von mir wird nicht verlangt, mich zu verrenken und in eine Welt von Träumen und von Ängsten einzupassen. Es ist aber auch keine Botschaft, dem zu widerstreben. Oder ein Rebell zu sein. Und nicht mal irgendwas auszusortieren letzten Endes. Ne? Sondern ich kann in dem Setting stehen, in dem ich stehe. Und durch meine Vergebung sehe ich, Himmel und Erde vergeht in mir. Wie kommen wir auf die Idee überhaupt, dass Erleuchtung, das Wunderwirken, das Spiritualität oder nenn es wie du willst oder Erlösung irgendwas anderes sein müsste als das hier? Oder dass du irgendwie nicht darin funktionieren würdest, sozusagen. Dass es bedeuten würde, dass du entrückt bist oder nicht mehr passt, nicht mehr in die Welt passt. Das sind ja alles Reflexionen von diesem Glauben, dass ich doch etwas zerstöre, dass ich doch etwas, dass doch etwas aussortiert werden müsste. Die Welt, wie sie funktioniert, meine Rolle da drin oder die Situation, in denen ich mich wiederfinde, die werden dann aussortiert. Oder Gott wird mich davon erlösen oder sonstiges. Die Erleuchtung wird mich davon erlösen. Aber was du gerade als Beispiel gebracht hast, ist ja genau, nein, es braucht gar nichts aussortiert werden, es braucht nur meine Vergebung. Mhm. Und darin werde ich in der Situation, wie es jetzt gerade ist, so genutzt, dass das Licht sich ausdehnen kann. Wir sprechen immer noch Deutsch, es sind immer noch Sätze, die einen gewissen Aufbau haben und irgendwie Sinn ergeben, die gehört werden können. Ne? Ja, und ich bin auch nicht mit Tomaten ins Krankenhaus gelaufen und habe die da alle abgeworfen. Ist doch Quatsch, was ihr hier lehrt mit euren Krankheiten oder was weiß ich. Ja, ne? Ihr könnt ja total durchdrehen da drin. Und manchmal ist es vielleicht auch so. Es hat keine Form. Aber ich finde es so großartig, dass wir, er macht es nie, um Angst zu mehren. Angst ist nicht das Ziel. Mir wird nicht der Boden weggerissen, sondern es wird ein Boden aufgezeigt. Mhm. Du stehst schon bereits. Du bist schon bereits in ihm. Mhm. Und ganz sicher.
kannst dich fallen lassen. Wir sind heute Morgen zum Frühstück gefahren, ins Café hier, ins Burgcafé in Greifenstein, wenn das einer kennt. Oase Greifenstein steht in der Nähe so eine alte Burg und davor gibt es ein Café mit Bäckerei und es war sehr neblig. Und wir sagten so, Mensch, ist ja neblig heute, ne? Aber wir sehen trotzdem, wo wir langfahren müssen. Ich muss ja nur sehen, ich muss ja nur ungefähr sehen, wo die Straße lang geht. Mehr muss ich ja nicht wissen. Und mehr Informationen brauche ich auch nicht. Und genau das ist, was dieser Moment ist. Wir sehen nicht, dass die gegenwärtige Auferstehung, die wir hier miteinander teilen, durch unsere Verbindung, sich über alles ausdehnt. Alles, was ich sehen brauche, ist, dass das Hindernis, das ich in mir aufgestellt habe, durch das Licht der Vergebung in mir aufgelöst wird. Mhm. Das ist alles. Das ist, was der Weg, der kein Weg ist, ist. Ja. Und darin können wir sagen, okay, krass, ist vielleicht echt neblig. Vielleicht siehst du echt nicht mehr als den nächsten Zentimeter. Oder das, was direkt vor deiner Nase ist, dass es so sehr kollabiert in dir, dass das Verständnis der Welt, das Verständnis von dir und das Verständnis des Kurses, dass du sagst, ich habe überhaupt keinen Spielraum mehr, ich sehe überhaupt keinen Weg mehr, außer zu sagen, Vater, hilf mir. Ja, und das hilft uns ja auch ein Stück weit in der Wahrnehmung, weil es fördert eigentlich die Konzentration auf den nächsten Schritt und nicht, was passiert irgendwann. Oder da fängt ja immer mein Aussortieren an, ne? So in 3 Jahren, dann darf aber nicht das passieren, deswegen versuche ich jetzt, noch meinen Job zu behalten, damit ich nicht irgendwie in Finanznöte komme oder was weiß ich. Also egal, welche Gedanken wir da nehmen können, wo wir immer versuchen, selber Regeln festzusetzen, aus Angst. Zu sehen, okay, ich befinde mich, mit der Wahrnehmung befinde ich mich eigentlich immer in einem Nebel und ich kann immer nur die nächsten Schritte sehen und ich kann immer nur das lernen, was gerade mir nahe ist, so als Körperidentität, aber das ist nicht schlimm. Das wird total genutzt und er ist da. Er ist da und es funktioniert. Ich werde geführt dadurch. Ich muss ihm nur vertrauen. Mhm. Ja. Ja, und dann nehmen wir doch die Idee, ne? Die wirkliche Welt ist jener Geisteszustand, in dem Vergebung als der einzige Zweck der Welt gesehen wird. Und egal, wie viel ich sozusagen sehe oder nicht sehe, wenn ich sage, das ist mein einziger Sinn und Zweck. Okay, was ist denn noch da? Auch wenn es total neblig ist, wenn es total dicht ist, wenn es total grollig ist oder sagen wir mal, es wird ja oft gar nicht so sehr als Groll gesehen, sondern eher, ich bin das Opfer. Wenn dieser Opfergeist sich ausspielt, was kann ich denn nach wie vor sehen oder wählen. Ich kann nach wie vor sagen, reiner Geist bin ich. Mhm. Reiner Geist bin ich. Mitten im Groll, mitten im Opferdasein, mitten im, ich weiß nicht, wie das geht. Dieser Scheißkurs. Ich kann nach wie vor sagen, reiner Geist bin ich. Frei zu vergeben. Frei die Welt zu erlösen. Frei auf nichts zu erwarten, nicht mal den nächsten Satz abzuwarten, wie sich das hier weiter ausspielt. Nicht mal darauf zu warten, was die anderen dazu sagen oder ob es da noch einen Aspekt gibt, den ich noch klären müsste konzeptuell, sondern wow, es ist jetzt so nice in mein Gewahrsein gehoben geworden, dass ich über das Konzept hinausgehen muss, dass das Verständnis mir zeigt, ich werde es nicht verstehen und darum geht es auch nicht, ums Verständnis. Sondern dass ich diesen Gedanken akzeptiere. Ich bin reiner Geist. Und schon darf sich direkt was ändern. Es darf sich direkt was ändern in der Wahrnehmung. Und damit nimmst du jeden mit. Es darf sich direkt ändern, dass du nicht an die Zeitlinie gebunden bist. Du bist nicht an das gebunden, was du glaubtest, was gerade passiert. Dass du nicht gebunden bist an einen Verlauf einer Session sozusagen. An den Verlauf eines Osterwochenendes, sondern sagst, wow, ich bin ja frei. Ich kann ja wirklich ich sehe ja nur meine eigenen Gedanken in dieser Zeitlinie, in diesem Wochenende, in diesem Verlauf, in den Bildern, die ich auf diesem Bildschirm sehe. Da ist ja gar keiner.
Ja, und das passt voll zum nächsten Satz auch. Ja, dass wir eigentlich, ist kein Wunsch mehr da, die Angst wirklich zu machen, sondern alles Erschaffene so zu verstehen, wie es wirklich ist. Ne? Und es wird begriffen, dass allen Dingen erst vergeben werden muss und dann werden sie verstanden. Ja, ja. Oh, voll wichtig. Ja, genau. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also nicht so von wegen, jetzt weiß ich, was dein Problem ist und jetzt vergebe ich dir das. Sag ich dich mit jetzt kann ich es vergeben, gesehen. Weil ich weiß, was du falsch machst. Ja. Zum Glück mache ich den Kurs, sonst hätte ich das nicht so klar sehen können, was mit dir los ist. Ja, genau. Aber jetzt sollte ich durchschauen. Ja. Und das ist auch die große Einladung, zu sehen, hey, denk den Gedanken einfach nicht zu Ende. Denk das nicht zu Ende, was auch immer du glaubst, was gerade los ist. Da hat schon jemand seine Kleider von sich geworfen hier. Ich dachte, die Kamera ist an, ja? Guten Morgen. Kein Problem. Aber ich schön, wo wir überall dabei sind, oder? Ja, und dann, wenn wir dabei bleiben, also eben, es kann erst verstanden werden, wenn ich es vergeben habe, wenn ich es ihm überlassen habe. Hier denkt man, dass Verständnis durch Angriff erworben werde. Im Ego-Deck-System denke ich, dass durch meine Pläne, durch mein in Kästen einsortieren, das Ganze, das funktioniert. Dann habe ich es verstanden, wenn ich weiß, zu welcher Sorte Mensch du gehörst. Zum Beispiel, ne? Dort ist es klar, dass durch Angriff das Verständnis aber nur verloren geht. Die Torheit der Schuld als Ziel nachzugehen ist voll und ganz begriffen, also in der wirklichen Welt. Es ist Torheit. Jedem Gefühl von, ich bin ein Opfer, ich habe irgendwas nicht bekommen, ich bin im Mangel, dem nachzugehen, ist Torheit. Okay. Und es ist nichts weiter als zu sagen, ah, okay, ja, es war ein dummer Fehler, ne? Es war ein dummer Fehler, der Schuld zu folgen und den anderen in seinem Schuldkostüm wirklich machen zu wollen. Ja. Ja, und du bist, ja, was ist denn, wenn du reiner Geist bist? Ne? Was ist denn jetzt mit dir, mit mir als den einen reinen Geist? So, ist da wirklich eine Frage, das, was wir verlassen oder was das alte Denksystem von Schuld sagt, ist so, bleibe angemessen. Bleibe angemessen für das Schulddenksystem. So, sieh zu, dass die Bestrafung dich nicht gleich ereilt, sondern sterbe an der Strafe, die häppchenweise zu dir kommt. Das ist ja, was wir als Mensch machen. Ne? Wir sterben häppchenweise. Mhm. Und in diesem Rahmen solltest du möglichst bleiben, damit du nicht gleich komplett erschlagen wirst von der Strafe für dein Sein. Wir wurden ja schuldig geboren, so wie wir das kennen wir aus einigen Kirchen noch, das wird heutzutage noch gelernt, ne? Ja, geboren in Schuld oder schuldig geboren. Und jetzt erinnern wir uns aber, Quatsch, das war mein eigener Traum, das kann ich nicht mal auf die Kirche schieben oder auf irgendwas da draußen, sondern ich wollte das mir so reflektieren. Und nun merke ich, das war Quatsch. Ich habe also keine Angemessenheit, ich habe keine Autorität, keine Instanz, da ist keine Kirche, da ist kein Kursgott oder kein Kurs Jesus oder kein Polizei, Heiliger Geist, der guckt, ob ich nach den Regeln des Kurses denke und handle, sondern ich bin reiner Geist. Du bist reiner Geist. Ich rebelliere nicht gegen irgendwas und es gibt auch nichts sozusagen zu entkräften, sondern es gibt nur anzuerkennen, ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin gesegnet als ein heiliger Sohn. Ich bin frei zu vergeben. Ich bin frei zu vergeben. Du bist frei, die Welt zu erlösen.
So was auch immer gerade in deinem Gewahrsein ist. So, das ist ja das Witzige. Also manchmal lese ich die Tageslektion, bin mit irgendeinem Traumgedanken in mir beschäftigt und sehe gar nicht, dass diese Lektion über meinen Denkprozess spricht. Ich denke, die Lektion ist was anderes, als was ich gerade denke. Aber die Lektion macht mich aufmerksam auf das, was ich gerade denke. Und zeigt mir, und genau hier entscheiden wir uns neu. Genau hier treffen wir eine Entscheidung für den reinen Geist. Genau hier kannst du anerkennen, ich habe versucht, alleine unterwegs zu sein. Ich habe versucht, mein Problem selbst zu lösen. Ich habe versucht, meinem eigenen Urteil zu entkommen. Und jetzt stehe ich einfach komplett mit leeren Händen da und entscheide mich, egal mit wie viel oder mit wenig Bereitwilligkeit, für meine wahre Identität und damit für deine. Und es tut so gut, da von deinen Erfahrungen zu lernen, weil deine Erfahrungen aufzeigen, dass egal wo du bist in deinem Geist, egal wie sich das anfühlt, ob das der krasseste Liebeskummer ist oder die altbekannte Einsamkeit und Unausweichlichkeit, der Bedeutungslosigkeit, der Unlösbarkeit des Enigmas und bla bla bla, der Panik, der Schuld, dass du immer schon gesehen hast, es passiert gar nichts. Dass du immer schon gesehen hast, es kam keine Bestrafung. Und wenn Ostern irgendwas ist, dann ist es genau diese Erinnerung, dass du selbst sozusagen die Kreuzigung durchgespielt hast und wahrscheinlich auch Kreuzigung, um erlöst zu sein. Und du immer gesehen hast, es passiert gar nichts. Und da siehst du, hey, das war nicht Jesus am Kreuz, sondern das war mein Aufzeigen. Ich habe das vielleicht nicht als Kreuzigung am Kreuz durchgespielt, aber ich habe das in unzähligen Situationen, Begebenheiten, Zeiten durchgespielt und mir wurde immer wieder aufgezeigt, meine Kreuzigung hat nichts verändert. Wer also bin ich? Wer also bist du? Wir können sagen, okay, du bist tausende Tode gestorben und dennoch bist du hier. So, hast du den Tod jemals wirklich gesehen? Wir wären nicht hier. Wir wären tot. Wir wären nicht da. Wir würden nicht existieren. Und Jesus sagt, ja, das brauchen wir nicht weiter ausführen, diese Frage, ob du existierst oder nicht. Denn, tada, wer liest das denn? Wer hört das denn? Wer ist denn gerade präsent? So, du bist offensichtlich. Und alles andere war ein Traum, der dich aber gar nicht berühren konnte. Egal wie grausam der war. Und ich gehe mal in die drei, weil eins und zwei hat Simone gestern schon gemacht. Sind auf Seite 639, Kapitel 30, 5 und dann Absatz 3. Noch ist der Himmel nicht völlig in Erinnerung getreten. Denn der Vergebungszweck besteht noch weiterhin. Und das ist ja nicht schlimm, sondern das ist ja Gott sei Dank. Ne? Vergebung gilt weiterhin, es ist weiterhin mein einziger Sinn und Zweck. Und da sowieso alle Gedanken mit allen geteilt werden, es keine privaten Gedanken gibt, kannst du dich wirklich frei lassen. Du brauchst das Denksystem nicht zu beschützen, das du gerade als deine Welt und deine Identität siehst. So, es braucht nicht hier abgespalten gehalten zu werden, in dieser Persönlichkeit gehalten zu werden, denn es ist eh schon komplett geteilt mit allem. So, es ist nur eine Idee, dass Gedanken oder Sein eine Abwehr bräuchten, damit du sicher bist und damit du sein kannst, wer du bist.
Aber es war nur eine wahnsinnige Abwehr. Du bist mit oder ohne Abwehr, bist du der Sohn Gottes. Dann können wir die Anstrengung auch sein lassen. Dann kannst du sozusagen die Scham oder dieser Moment der Scham oder der Moment der Sorge, dass man mitkriegen könnte, was du denkst, einfach transparent durchlaufen lassen. Du brauchst dich nicht mehr dafür rechtfertigen. Du brauchst auch nicht zu erklären, was du gerade denkst, sondern wir gehen einfach nur durch diesen Schleier durch. Ja, und alles ist darin eingeschlossen, weil es keinen Aspekt von dir gibt, der Schutz bräuchte. Alles, was es braucht, ist nur ein Willkommen an den Bruder mit einer Liliengabe zu begrüßen, anstatt mit einer Dornenkrone. Ja, und das ist ja das Training. Ne? Noch ist der Himmel nicht völlig in Erinnerung getreten. Ja. Und das heißt also, ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass ich Lilien gebe statt der Kreuzigung. Doch jeder ist sich sicher, dass er über die Vergebung hinausgelangen wird und er bleibt nur noch, bis sie in ihm vollkommen gemacht ist. Das ist doch cool. Guck mal, jetzt schau dich mal um. Das ist der Club derjenigen, die die bewusste Vergebung vollkommen machen. Ja, hallo, ich bin jetzt auch dabei. Seit heute Morgen frisch dazugekommen. Ja, ist doch schön. Wir gehen zusammen nach Hause. Und das, ja, okay, es ist schön, diese Reflexion zu haben, sozusagen von Gleichgesinnten in der Aleph-Akademie, Anführungszeichen. Aber wir nehmen jeden mit. Jeder ist zeitgleich mit uns wieder nach Hause zurückgekehrt. Ja, und der letzte Schritt ist Gottes, weil nur Gott einen vollkommenen Sohn erschaffen, also ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, und seine Vaterschaft mit diesem teilen konnte. Also nur Gott hat uns erschaffen und kann das teilen. Niemand außerhalb des Himmels weiß, wie dies sein kann, denn dies Verstehen ist der Himmel selbst. Ja. Es ist doch irgendwie klar, was wir dann zu tun haben, oder? Ja, das ist ja einfach das Training, ne? Die sind einfach. Ne? Also wenn dann Widerstand, ne? Dann auch richtig. Dann sieht es nicht so einfach aus. Aber ein Moment in dieser Klarheit zu sein, wo er uns einfach nur zeigt, es ist einfach. Und das zeige ich dir. Versuch nicht selbst auszusortieren, sondern überlass alles mir. Dein Wille geschehe, Vater. Es wird nur die Angst wegfallen, mehr ist es nicht. Ich bin nicht hier, um das Gesetz zu brechen, ich bin hier, um es zu erfüllen. In der Angst kann das Gesetz nicht erfüllt werden. Da ist gar nichts. Es ist einfach nur, dass die Angst wegfällt. Und darin wird dem Kaiser gegeben, was dem Kaiser gebührt, und Gott wird gegeben, was Gott gebührt. Kein Konflikt. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Also geh hinaus und lass dein Licht vor den Menschen nur so leuchten. Stell dein Licht nicht unter einen Stuhl oder unter einen Scheffel, sondern gebe Licht allen, die im Hause sind. Ja. Wäre ja Quatsch, ein Licht anzuzünden und zu sagen, es muss hier aber in die Ecke, damit es keiner sieht. Und es ist ja auch Ostern, das heißt, es gibt Geschenke, die vorher versteckt waren oder vorher versteckt schienen. Und wir haben, es ist nicht, weil Gott es versteckt hat, es ist, weil wir uns vor Gott versteckt haben. Und wenn die Angst wegfällt oder zumindest transparent gemacht wird, indem wir keine Angst vor der Angst haben, können wir sehen, hey, jeder, der gerade auftaucht in deinem Geist, sei es auf dem hier in Form auf dem Bildschirm oder in deinem Geist als Gedanke, was dasselbe ist,
bietet dir ein Geschenk an. Wir können ruhig ein bisschen vorgreifen. Es ist zwar noch nicht Sonntag, aber es gibt ja auch keine Zeit. Das heißt, Ostern ist jetzt, Weihnachten ist auch jetzt und dein Geburtstag. Und lass doch mal schauen, was das Geschenk ist. Ja, lass dich doch mal richtig beschenken von deinem Bruder. Zeig mir, was dein Geschenk an mich ist. Ja, und das ist nicht eine Forderung, so her damit, sondern ich bin offen dafür, zu akzeptieren, was du mir seit Anbeginn der Zeit schenken willst. Und so viel Vorgeschmack schon mal. Es ist sowas unglaublich Sanftes und Wunderliches oder Wundersames, wie sagt man, das hätte ich nicht erwartet, wie gut das ist, was ich mit meinem Bruder erfahren kann in der wirklichen Welt, wo die Schuld nicht mehr das Ziel ist und die Angst, sondern die Wirklichkeit, das Licht, die Reinheit des Geistes. Ja. Ja, was immer ich glaube, was fehlt, mein Bruder bietet es mir schon an. Nur mein Bruder bietet mir schon das Licht an. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir uns darauf zubewegen, weil es ist im alten Denksystem, wollen wir das partout nicht. Und das Ausmaß des alten Denksystems ist uns auch nicht bewusst. Aber mit der Entscheidung, Lilien zu geben, mit der Entscheidung zu sagen, ich warte nicht, ich bin frei zu vergeben, das heißt, ich warte nicht auf die nächstbeste Gelegenheit, sondern dies hier ist meine Gelegenheit, nicht recht zu haben und zu sehen, hey, ich will mit dir im Licht stehen. Und das ist auch unser Titel für die Aleph-Oster-Reihe, die wir mit diesem Morgen beginnen, mit Jesus im Licht sein, mit der Christus-Identität, mit deinem erwachten Geist, als du selbst im Licht sein. Zu sehen, dass es keine Zeit braucht. Ich habe versucht, mich auf einen langen, langen Rückweg vorzubereiten, wo ich jetzt jahrzehntelang vergebe. Und zu sehen, ach, warte mal. Hatte nicht Jesus irgendwas von sofortiger Erlösung erzählt? Dass in jedem Moment die Entscheidung zwischen Kreuzigung und Auferstehung getroffen wird? Kein Zwischenraum, keine Gerade. Ach so, ist es jetzt? Keine Chronologie, ne? Ja, keine Linearität da drinne. Ist nicht gebunden an die Gesetze der Zeit oder eine linearen Abfolge von Vergebung. Durch Themen durcharbeiten. Ich hole mal die Ballon. Aber wirklich zu merken, und das ist wirklich Demut, ne? Es ist, das würde ja bedeuten, dass in diesem Moment mehr angeboten ist, als ich gerade akzeptieren kann. Dass in diesem Moment, dass ich nicht fertig bin, sozusagen mit meiner Ausdehnung, sondern dass ich hier mit meiner Ausdehnung beginne. Und das ist so ein Geschenk, überhaupt diesen Geisteszustand, wir nennen das vielleicht auch so einen Beginnergeist, ne, den Geist eines Anfängers, in dir zu entdecken. Ach so, ich bin nur hier, um zu hören, ich bin nur hier, um zu lernen. Ich bin nicht hier, um zu präsentieren, wie weit ich schon bin und was ich alles schon gecheckt habe, sondern ich bin hier, um ihn zu hören. Das macht so viel Spaß. Und da ist auch schon so Tür und Tor offen für die ganze Transformation, weil ich nicht mit irgendeiner vergangenen Idee von irgendwas Spirituellem komme. Oder von meinem Bruder. Ja. So witzig, ne? So witzig, weil erstmal danke. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, dass du uns zeigst, dass wir nur mit der Vergebung eigentlich auch wirklich in Beziehung sein können. Denn ohne Vergebung ist es immer,
immer nur Trennung. Du hast was gemacht, ich habe was gemacht. Das war richtig, das war falsch. Aber wohin wir ja geführt werden, zu uns selbst zurück, zum Selbst großgeschrieben, bedeutet ein geeintes Selbst. Es ist eins. Kein Gut und Böse, kein Du und Ich. Ein Geist. Kein Widerspruch, kein Zweifel. Und dazu kann ich jede Beziehung nutzen, um das zu lernen. Schon so oft gesagt. Herzlich willkommen zu Hause. Ja, du bist zu Hause. Yay, wir sind zu Hause. Wow, ist das nicht genial? Boah, war das eine anstrengende Reise, oder? Ich habe echt gedacht, der ist doof neben mir, aber das stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Mann, was wollte ich alles mit dir anstellen? Aber es ist Gott sei Dank nicht gelungen. Es war nur ein Traum. Und vor ein paar Wochen hatten wir Kapitel 28, den Anfang. Und das begleitet mich immer noch sehr. Ich glaube, das war auch meine letzte Aleph-Session, die ich erst mal machen wollte, weil so viel zu tun zurück. War. Du bist und dann bin ich schon wieder gelandet. Gehst du also wieder zurück? Ich bin wieder zurück. Ich mache noch ein bisschen Pause danach. Auf jeden Fall konnte ich das noch nie so sehr hören wie jetzt eigentlich, dass das alles vorbei ist, was ich hier wahrnehme. Der Traum ist schon vergangen. Und deswegen ist Vergebung das Einzige, was möglich ist. Und sinnvoll und notwendig. Denn ich hänge ja immer noch in meinen Traumwolken hier fest. Und die Angst ist weggefallen, weil er in seinem Zweck mit sich selbst vereint ist. Das ist die heutige Lektion. Ich bin frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. In ihm ist eine derart sichere und stete Hoffnung auf das Glück, dass er kaum bleiben und ein wenig länger warten kann, während seine Füße die Erde noch berühren. Okay, es ist noch eine Idee von Schleier da, aber eine stete Hoffnung auf das Glück, eine Klarheit über den einzigen Zweck, den ich habe. Und wenn ich frei bin zu vergeben, wenn ich frei bin, das loszulassen, was mich begrenzt, womit ich mich selbst begrenze, dann gibt es keinen Grund zu warten. Also du bist ja frei, ich bin frei zu vergeben. Ich muss nicht darauf warten, dass Gott das nächste Level freischaltet. Es ist eine gegenwärtige Kommunikation verfügbar und das ist Liebe. Es ist Liebe, die durch den Schleier des Grolls und der Anspannung durchführt und sagt so, hey, du bist safe. Du bist safe. Es fühlt sich euphorisch an, es fühlt sich niedergeschlagen an, es fühlt sich bedeutungslos an und toll. Kein Problem. Ja, und wenn wir eben da drin sind, so wir wissen, okay, ja, Vergebung ist irgendwie gut, aber der Himmel ist noch nicht vollständig in Erinnerung getreten, dann sagt er hier im sechsten Satz in diesem Absatz 3, indessen ist er froh zu warten, bis alle Hände sich verbunden haben und jedes Herz bereit gemacht ist, sich zu erheben und mit ihm zu vergeben. Mit ihm zu gehen, okay. Denn so wird er bereit gemacht für jenen Schritt, in dem Vergebung ganz zurückgelassen wird. Bis alle Hände sich verbunden haben, ne? Bis ich überall hinkomme und einfach nur die Hand reichen will. Du bist mein Bruder. Alles ist gut. Bis ich jede E-Mail so beantwortet habe. Du bist mein Bruder. Alles ist gut. Und dann ist unser Herz bereit gemacht.
Ja. Und gucken, also das, was wir versuchen, damit zu erreichen oder was wir denken, zu was es führt, ist eine Idee von Ende. So, wann ist es vorbei? Oder ich arbeite auf das Ende zu. Und was auch immer das ist, ne? Das Ende dieser Session, das Ende der Vergebung. Aber wir werden ja nicht zu einem Schlaf geführt, sondern wir werden zum Erwachen geführt. Wir sind in deinem gegenwärtigen Erwachen als der Christus selbst. Ne? Also mit Erstaunen festzustellen, oh wow, ich erwache gerade zu mir selbst. Und das kann nicht ein Ende sein. Das kann nur ein Beginn sein. Und es wird kein Ende übrig bleiben. Und zu sehen, hey, wieso brauchte ich überhaupt ein Ende? Ne? Was sollte denn beendet werden? Was würde ein Ende mir nutzen? Das Einzige, was mir nutzt, ist das Erwachen. Und dich voll und ganz darin als meinen erwachten Geist anzuerkennen. Denn so ist es. Ich bin der Letzte, der nach Hause kommt. Ne? Du heißt mich nur zu Hause willkommen. Ja, und ich finde das eben auch so schön, dass wir froh warten können. Denn in der Wahrnehmung ist es immer ein Warten auf etwas, was dann irgendwie kommt. Ne? Und ja, und es ist halt eben beides. Es ist zu lehren, nein, es gibt keine Zeit und deswegen ist es schon geschehen. Ne? Der Geist ist eigentlich schon erwacht. Und wenn ich es noch so wahrnehme, dann mache ich genau das hier, folge den Anweisungen und bin froh dabei. Höre auf, mich zu kreuzigen, weil das ist mein Erwachen. Dann kann der Geist nicht anders, als zu erwachen. Froh, frohlockend. Oh, da ist ja jemand und der ist genauso wie ich. Oh, Gott sei Dank. Wie konnte ich dich nur so übersehen? Da habe ich mich ja ganz schön getäuscht. Und das ist dann ein Lachen, ne? In dem das Ganze endet. Und es gibt kein Ende. Ja, wie das so ist. Felix hat den Sweater heute an mit Bochum drauf. Und Bochum wird total mitgenommen. Ne? Bochum, ich komme aus dir. So, die Welt muss nicht weg, sondern die Welt wird voll mitgenommen. Ne? Bochum, ich nehme dich mit. Ich nehme mein Nazareth mit ins Licht. Weil genau da waren die Erinnerungen, die ich nicht erlösen wollte. Wo ich dachte, ich habe meinen Ursprung in der Welt, aber diesen Ursprung bringe ich mit nach Hause. Bochum, ich lebe in dir. Und das ist so cool. Ne? Ich habe heute auch mein Raketen-T-Shirt an, falls das jemand interessiert. Weiß jemand, was... Ich habe auch ein Raketen-T-Shirt. Und die Kinder natürlich auch. Kinder haben auch eins. Und das setze ich hier auf jeden Fall noch aus. Also ich bleibe auf jeden Fall noch so lange, bis die Rakete endlich mal gestartet ist. 3 Tage. 3 Tagen. Und wer beim Livestream noch mit sein will, schickt mir gerne eine E-Mail. Wir machen eine Raketen-Watch-Party. Und das ist es halt. Es wird nichts ausgelassen. So. Ich brauche hier nichts zu opfern, sondern einfach nur meine Ideen loszulassen. Und es wird einfach in diesem Moment schon eine Feier wirklich der Rückkehr zu den Sternen. Und dass das in der Form nicht passieren wird, das ist klar, weil wir nie irgendwas erreichen werden. In Raum und Zeit. Aber Raum und Zeit dient uns zu erinnern, hey, wir reisen jetzt zu den Sternen, weil wir das sind. Wir sind dieses Licht und wir sehen die Lichter sich verbinden und sehen, wow, es wird echt hell. Es wird echt hell. Ich war in einem Traum von Dunkelheit. Ich habe versucht, eine Rakete zu bauen, um zum Licht zurückzukommen. Einen staubigen roten Planeten zu besiedeln. Oh, langweilig. Bleibe ich lieber auf der Erde. Und erinnere mich jetzt mit dir an unser Zuhause. Ja. Ja. Er braucht dich so sehr als einen glücklichen Schüler. Er braucht uns so sehr als einen glücklichen Teil des Ganzen.
Nur dann können wir echt dienen. Und was für eine Feier, dass du alles mitbringen kannst, was du geträumt hast, dass du deine ganze Welt mitbringen kannst und wir einfach sehen können, wow, im Licht bringst du mir einfach deine Geschenke aus allen Lektionen von Raum und Zeit, alle Wunder, die du empfangen hast, schenkst du mir, alle Wunder, die ich empfangen habe, schenke ich dir, weil es darin noch mehr sich ausdehnt, unendlich sich ausdehnt. Das werden tausende Jahre gespart mit allen 5 Minuten, die wir hier zusammen verbringen. Ja, wie schön du bist. Hm. Okay. Und bei Caro im Auto gibt es 2 Livestreams. Der Hund ist auch mit dabei. Ja, und 2 und 2 sind 1, ne? Nee, wie sagt man? Die 1 und 1 sind 1, genau. Hört ihr das Gleiche? Ja, das ist doch erstaunlich, ne? Wir kommen wirklich aus verschiedensten Perspektiven, hier aus Raum und Zeit, und wir finden dasselbe. Egal welchen Weg du gegangen bist, egal wie du diesen Kurs hörst. Aber wir finden nur uns. Das ist das Einzige, was übrig bleibt in der Wüste, sind wir, und damit verlassen wir die Wüste. Ja. Gutes okay. Stichwort. Gut. Ja. Dann seid herzlich willkommen zu diesem Wochenende auf der Aleph. Wir haben ein kleines Osterprogramm zusammengestellt. Heute Abend macht der Andreas Scholz weiter um 20.30 Uhr. Und natürlich seid ihr herzlich willkommen, in der Oase dabei zu sein. In 3D oder auf Zoom. Ja, könnt noch schnell herkommen. Wir haben noch Platz. Und ja, danke. Danke für diese Feier, die alles transzendiert und durchdringt. Danke, Bruder, dass du mich so glücklich machst. Ich danke dir. Ja, danke euch, dass ihr uns so glücklich macht. Danke. Danke, Jesus, ey. Wow. Danke euch auch beiden und allen. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. So glücklich. Okay. Ja, wir lieben euch alle. Oh, ja, wir lieben euch. Danke. Ja, danke. Danke, danke. Danke. Hey, volle Stunde, reiner Geist bin ich. Ja, Erinnerung. Minuten. Tageslektion. Aus der Tageslektion in die Tageslektion. Ist noch ein Lied spielen? Mhm. Dankeschön. Danke, bis heute Abend. Bis heute Abend. Danke. Namaste, Namaste, Namaste.